Ob so etwas heute wieder passieren könnte? Jederzeit. Jeder ist Teil einer Gruppe, immerzu. Jeden Tag werden Menschen ausgegrenzt, immer und immerzu. Meine Schüler glauben nicht, dass eine Gruppe so weit gehen würde, andere zu diskriminieren. Deshalb will ich, dass die Schüler erfahren, wie es damals in Deutschland zuging. Sie sollen aber nicht nur etwas darüber lesen, sondern es selbst erleben, in einem Experiment. Ihr werdet nicht zugeben, bei diesem Irrsinn mitgemacht zu haben. Ihr werdet diesen Tag und diese Versammlung totschweigen, als ein Geheimnis, das ich mit euch teilen werde.